Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir aus der Vision von Orgrimmar bekommen. Und zwar müssen wir quasi einmal hier den Weg nach oben laufen, hierhin. Dann kann man übrigens mit so einem Food auch hinstealthen, falls man das mit einem Twink machen will, der nicht so gut equipped ist. Ich bin jetzt hier gerade mit dem Main drin. Und zwar geht es hier um dieses Haubenlocks Glattrasur-Set. Und das kriegen wir relativ easy, indem wir einfach hier in diesen Friseurladen reinlaufen, und zwar hier rein, und dann können wir hier quasi so ein Item anklicken. Und wir werden jetzt gerade einmal CC'd von ihm, also ihr solltet nicht wie ich hier einen Mob mitziehen. Und dann können wir das einfach hier looten. Ich habe das mit dem Chart tatsächlich schon gemacht, dementsprechend kann ich es jetzt nicht aufmachen, aber ja, ihr könnt quasi einfach hier das Ding anklicken und dann habt ihr dieses Toy. Und ja, mit dem kann man dann quasi so ein Rasurset aufstellen. Und das könnt ihr dann benutzen, beziehungsweise andere auch. Können wir jetzt hier an der Stelle mal kurz machen. Ich muss mich bloß ein bisschen beeilen, weil meine Sanity gerade am Ablaufen ist und ich tatsächlich in einem 5-Masken-Run bin, also hier auch ein bisschen was verliere. Und wenn wir das einsetzen, dann kriegen wir so einen Buff und haben dann auch tatsächlich so ein bisschen eine andere Frisur. Also das ändert das dann so ein bisschen. Genau. Mehr macht es eigentlich nicht, aber es hat wieder einen Toy mehr. Und ja. Ich muss jetzt vielleicht einmal meine Orb einsetzen, sehe ich gerade. Nochmal hier wasten, sonst verkacke ich den Run. Und ja, andere Leute können da quasi auch draufklicken. Ist wieder ein Toy mehr. Mehr ist es nicht. Ihr müsst quasi nur mit einem Char hier reinkommen. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit einem Twink farmen, wenn ihr quasi mit dem Main jetzt die Zeit hier nicht wasten wollt, so wie ich das gerade mache. Gut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Toy-Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Toys-Farmen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.